Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bootstrap-Turnierkampf hier auf meinem Kanal. Jetzt spielt Karidotus gegen Flex. Flex ist hier blau und Karidotus hier lila auf der ersten Map. Und wir starten rein, wenn hier Zigeuner runtergezählt hat. Und da sind wir auch schon. Ich mache hier das Oberlevel wieder an und gucken einfach mal, wie hier die beiden spielen. Ja, Karidotus kennt man vielleicht schon von dem ein oder anderen Video. Vielleicht auch schon von dem Video gegen Bradley. Da hat er ja auch schon gespielt, je nachdem, wann das dann online kommt. Flex persönlich habe ich selber noch nie gesehen. Da bin ich auch extrem gespannt, wie der so spielt. Auf jeden Fall schon, ja, denke ich, ganz gute Erfahrungen, weil er hier die Holzfäller am Anfang sehr nah neben die Bäume platziert. Und das machen ja quasi nur Profis. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Flex hat auf jeden Fall zwei Freilose in dem... Achso, passt es überhaupt? Ne, passt nicht. So, passt. Hat auf jeden Fall zwei... Ne, ein Freilos. Ein Freilos. Ja, ein Freilos. Von den Vorrunden bekommen. Natürlich nicht zwei. Und dadurch konnte er ein Spiel quasi oder das erste Spiel überspringen und spielt jetzt gegen Karidotus. Beide hier schon mit dem Early Horse Archer Nerv. Karidotus hier bei der Obstplantage und der Flex, wo ist denn der? Da oben. Oben bei den Holzfällern und Jägern. Der hat ganz knapp überlebt, der Jäger hier. Sonst hätte er nochmal komplett neu jagen gehen müssen. Ja, und hier Karidotus schießt ganz schön die Slinge ab. Und, guckt mal an, hier. Hundekäfige. Hundekäfige auch auf jeden Fall sehr interessant. Der Spielmove hier, arabische Schwertkämpfer von Karidotus am Start. Und Karidotus ist hier vorne mit seinem Lord. Hä? Was macht er denn? Oh, und beim Karidotus brennt's. Oha. Es brennt. Kari, es brennt. Hallo. Oh, hier ist auch was abgefackelt. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Und ja, ansonsten dann eigentlich gar nicht so viel am Start hier mit Nervereien. Klar, natürlich Feuer und hier oben die Bogenschützen und der berittenen Bogenschützen. Natürlich sehr nervig, aber ich denke, Karidotus kommt da ganz gut damit zurecht. Hier ist ein Assassine am Start. Der die Steinlieferung abgefangen hat. Oh, das ist natürlich sehr doof. Der wird jetzt aber, glaube ich, weggeslingert. Jo. Der geht jetzt drauf. Da ist er dead. Und das war auf jeden Fall der Move von Karidotus mit einem Meuchelmörder. Ja, ich brauche, denke ich, noch nicht so auf die Wirtschaft eingehen, weil in der Wirtschaft steht, glaube ich, noch nicht allzu viel. Karidotus hier hinten mit einem Steinbruch. Aha. Ja, je nachdem hat er denn Spawning kaum... Okay, 67 Beliebtheit hat er. Spawnen auf jeden Fall noch. Oh, hier. Arabische Schwertkämpfer gegen den berittenen Bogenschützen hier oben, der hier einfach nicht zu sehen ist. Jetzt sieht man ihn. Eieiei. Aber so sieht man halt nur die Beine vom Pferdi. Ich bin gespannt. Also scheinbar gar nicht so schlecht, beide Spieler. Flex hier auf jeden Fall mit seinem Lord jetzt gegen die Steinwelle. Und hier ein Horse Archer, der jetzt drauf geht. Ja, oh, guckt an. Hier ist ein Assassine, der den Käfig wegmacht. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Käfige kosten. Hundezwinge kosten 20 Holz. Und die werden erst ab einer bestimmten Anzahl von Truppen ausgelöst. Deswegen könnte der Meuchelmörder da jetzt ganz gut... der Kornspeicher geht flöten. Das ist böse. Das ist böse.
Und jetzt geht auch noch die Pfeilmacherei, glaube ich. Flöten, oder? Hier sind zwei Slinge. Ja, er schafft's noch. Er schafft's noch. Oder? Hä? Was macht er denn? Ja, er schafft's noch, glaube ich. Oder? Nee, schafft's nicht mehr. Er schafft's nicht. Hat im Nahkampf dann gegen die Slinger dann verloren. Ist der Horse Archer jetzt mal tot? Nee, ja, der ist tot, I guess. Stehen auf jeden Fall überall ein paar Truppen vom Karilotus rum. Sein Lord auch sehr, sehr offensiv stehen lassen. Also hier einmal ein paar Meuchelmörder reingeschickt oder ein paar arabische Schwertkämpfer und der ist fort. Ganz schnell fort ist er. Ja, hier auf jeden Fall mit der ersten Waffen-Eco. Hier Schmiede und die eine Pfeilmacherei. Wahrscheinlich dann Kolbis. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die erste Weizenfarm ist auch am Start. Pechgruben, Holzfäller, Eisenminen, Eisenmine, Steinbruch. Hier oben noch keine Eisenmine. Und ja, ansonsten jetzt nichts weiter Besonderes. Ein Haufen Holzfäller auf jeden Fall. Also die roten hier ordentlich weg. Gucken wir nochmal zu Karilotus rüber. Der hat zwei Waffenkammern. Okay. Und keine Schmieden, aber dafür Pfeilmacher, drei Stück. Dann Tunnelbauergilde. Hier ein paar Käsereien. Häuser ist klar. Zwei Steinbrüche auf jeden Fall. Dann hier Pechgruben und auch schon eine Weizenfarm. Ja, er hat zum Beispiel noch gar nicht hier den Wall hier weggeklopft. Kann man ja machen, wie Flex es gemacht hat. Aber dafür sendet er jedes Mal ein paar arabische Schwertis raus, die hier einfach versuchen, ein bisschen Heckmeck zu machen. Und was ist denn hier mit Karilotus los? Okay, scheinbar hatte der gerade... Ach nee, das ist, glaube ich, einfach neu gebaut worden. Und dann hier neu besetzt quasi. Jetzt auf jeden Fall eine Gerberei gebaut. Wahrscheinlich für Armbrustschützen, wenn er hier die Pfeilmacher hat. Denke ich, ein ganz guter Counter gegen die Kolbis bzw. Schwertkämpfer, je nachdem, worauf dann Flex geht. Aber ich denke mal stark auf Kolbis, weil ja, ihm fehlt halt einfach dann noch die, wo hier noch ein arabischer Schwertkämpfer, der beide Slinger mitnimmt, okay, und jetzt versucht hat, die Bäckerei hier einzunehmen. Hier ist auch noch irgendwas, ach so, hier ist ein, das war ein Kornspeicher, alles klar. Hier war ein Tunnelbauer natürlich am Start, der natürlich mehr Schaden gegen Gebäude macht. Jetzt kommen hier oben auf jeden Fall die Eisenminen. Hier oben steht auch noch ein Tunnelbauer. Dann noch Horse Archer hier am Start. Und ja, die Slinger hier im Low Ground auf jeden Fall. Ja, und lassen sich hier relativ viel Zeit zum Aufbauen. Karilotus ist immer noch nicht mit dem Durchbruch hier zu dem Eisenminen-Spot. Aber vielleicht braucht er das auch gar nicht. Auf jeden Fall eine Eisenmine hier hinten. Oh, und hier dafür. Okay, ich habe nichts gesagt. Er hat hier dafür alle Eisenminen platziert. Hier unten rennen zwei Tunnelbauer rum. Aber ja, ob die jetzt so viel machen können noch, das mag ich zu bezweifeln. Nimm vielleicht, ja, nicht mal. Ja, die machen nichts. Haben nicht mal eine Einheit weggenommen, mitgenommen. Und, ah ja, hier sind berittene Bogenschützen. Ja, ich bin gespannt. Ja, und wie schon gesagt, der Flex geht hier auf die Kolbis drauf. Vier Kolbis hier schon mal am Start. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt seinen Lord hat. Karilotus. Ach, hier unten. Schick doch deinen Lord bitte mal weg. Hallo. Oh nee, was macht er denn? Die Kolbis müssten, denke ich, noch nicht ausreichend sein, um den Lord hier wegzuklopfen. Aber er nimmt auf jeden Fall Schaden. Und das nicht gerade wenig. Oder die rennen einfach dran vorbei, okay. Kann man auch mal machen. Wir gehen hier auf den
Gehen hier auf den. Ach, die gehen hier auf den arabischen Schwertkämpfer, okay. Ja. Und da steht der andere Kolby, der jetzt weggeslingert wird. Okay. Die Kolbys hier wollen wahrscheinlich raiden. Auf jeden Fall die Waffen-Eco jetzt deutlich nach oben geschraubt. Ach, jedes Mal dieses Autospeichern, ne? Das regt mich ein bisschen auf. Aber ja. Die gehen jetzt hier schön raiden. Und, das tut weh. Zwei Eisenminenarbeiter weggeklopft. Eine Eisenmine weg. Der andere Eisenminenarbeiter auch tot. Jetzt kommen hier die Slinger zu den berittenen Bogenschützen, die aber alle draufgehen. Alles klar. Und genau. Aber auf jeden Fall steht hier ganz gut die Waffenproduktion von Karelotus. Hier mit sehr vielen Pfeilmachern, einer Rüstungsschmiede, einer Schwertschmiede, zwei Gerbereien. Also nicht gerade wenig. Bei Flex sieht es noch ein bisschen anders aus. Er baut relativ wenig, oder? Also irgendwie, weiß ich nicht. Also er kämpft wahrscheinlich die ganze Zeit hier. Ja, man sieht's. Die ganzen Eisenminen sind fort. Aber, ja, ne, das ist natürlich auch Management, das man hier machen muss, wenn man die Kolbys bewegen will. Oder bewegen muss. Und dann auch noch die Horse Archer. Kriegt jetzt hier auf jeden Fall den Steinbruch weg. Hier noch die zwei Steinarbeiter kriegen noch den Stein weggeschafft. Und jetzt gehen die Horse Archer drauf. Beziehungsweise zwei von drei gehen flöten. Hier mit Religion. Dann Hopfen. Er hat noch keine Mühle, könnte sie wahrscheinlich bauen. 58 Beliebtheit. Muss aufpassen, dass er da nicht komplett runterrutscht. Ins Negative, weil sonst, ja, sieht man das. Hat man es, denke ich, schon mal gesehen, wenn man das Spiel vom Kaiser Bismarck gegen den Lord Hühnerfutter angeschaut hat. Flex hier auf jeden Fall, ja, meines Erachtens von der Wirtschaft schwächer als Karelotus, aber hier kommen gerade ein paar Massen an Kolbys vor. Die können natürlich jetzt hier ganz gut Aua machen. Gehen hier auf den Kornspeicher? Jetzt gehen sie auf den Kornspeicher. Kommt hier auch ein Schwertkämpfer, ein europäischer. Und die Waffenkammer. Das schmerzt. Wenn da viel drin ist oder drin gewesen ist, dann tut das natürlich sehr weh. Das schmerzt. Das schmerzt. Kolby ist natürlich extrem schnell. Können hier also ganz gut den Schwertkämpfern, ja, vorbeilaufen, sage ich jetzt einfach mal. Wo ja auch schon einer gestorben ist, aber guckt euch an hier. Die gesamte Waffen-Eco wird einfach weggemacht. Ja, zumindest nicht gesamt, aber größtenteils. Vor allem die ganzen schwere Waffenproduktion hier mit Rüstungsschmiede und Schwertschmiede. Das tut auf jeden Fall weh. Hier oben jetzt auch noch Bogenschützen drauf. Also Flex weiß auf jeden Fall, was er tut. Und ja. Ist auf jeden Fall sehr viel Druck gegen den guten Karelotus. Vielleicht macht er jetzt hier oben. Also der Spot ist natürlich sicherer als der hier oben. Wenn man den jetzt nicht hier gut verteidigen kann. Der hier ist vielleicht ein wenig einfacher zu verteidigen. Aber ja, das kann ich schlecht einschätzen. Ich habe auf der Karte selber noch nie so wirklich gespielt. Jetzt kriegt er auf jeden Fall die ganzen Bogenschützen hier oben fort. Und es kommen schon wieder Kolbys. Es kommen schon wieder Kolbys vorgelaufen. Eieiei. Ja, an sich würde ich Karelotus raten oder vielleicht empfehlen, hier oben vielleicht ein oder zwei Armbrustschützen draufzustellen. Um einfach hier die Bogenschützen mit One-Hit wegzuschießen und gegen die Kolbys hier schon Schaden anzurichten. Man sieht aber auf jeden Fall sehr schön, dass die Fernkämpfer erst auf die feindlichen Fernkämpfer gehen. Und somit, ja, die Kolbys erstmal komplett in Ruhe gelassen werden. Er baut jetzt hier seine ganze Waffen-Eco wieder auf, aber das hat sehr, sehr weh getan.
so viele Sachen zu verlieren. Und jetzt die zwei europäischen Schwertkämpfer hier gegen die massischen Slinger hier auch nicht ohne. Also Slinger können auf jeden Fall dann Schaden ausrichten, wenn sie einfach massenhaft ausgebildet werden und dann massenhaft reinschleudern. Und ja, der europäische Schwertkämpfer hat gerade mal 2 oder 3 Bogenschützen mitgekriegt. Und mehr nicht. Und was ist hier mit Karylotus los? Hat er noch Beliebtheit? Ja, er hat wieder Beliebtheit. Wahrscheinlich auch hier wegen der allgemeinen Religion. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier oben ein Assassine kämpft im Nahkampf gegen Bogenschützen, der jetzt wahrscheinlich abgestochen wird von dem, ja, von dem Armbrustschütze. Okay, auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nie gesehen, dass hier Armbrustschützen im Nahkampf irgendwas reißen können. Aber ja, die können jetzt hier ein wenig die, ja, Bogenschützen wegballern. Und hier steht ein Dribok. Okay, da bin ich gespannt, wie weit der schießen kann. Kann auf jeden Fall den Turm hier wegmachen, wenn er das denn möchte. Und auch hier die Burggebäude. Ob er jetzt die Waffenkammern erreicht, mag ich zu bezweifeln. Karylotus hier auch mit der Kathedrale am Start und den Mönchen. Auch sehr interessant. Overlay jetzt langsam in Richtung Karylotus zeigend. Und der Dribok geht hier auf. Der kann die Waffen-Eco angreifen. Ach du Scheiße, das ist ja richtig mies. Eieiei. Er kriegt die Waffen-Eco weg. Oh mein Gott, ist das mies. Das ist ja richtig mies. Ja, hier wieder Kolbis am Start, die aber alle weggeslingert werden. Jetzt auch mal ein bisschen mehr Waffen-Eco vom Flex. Oh, und er kann auf jeden Fall auch auf die letzte Waffenkammer schießen. Oh, und jetzt auch noch Schilde hier. Oh, nee. Oh, nee. Karylotus hat manuell die Bogenschützen eingestellt, dass die hier auf den Dribok schießen sollen. Aber die treffen dadurch weniger oder seltener. Ganze Waffenkammer weg. Eieiei, das ist mies. Das ist super mies. Kriegt er jetzt auch noch den Kornspeicher hier? Er kriegt... Ach, Alter, Junge. Das ist ja ultra mies. Eieiei. Eieiei. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Oh Mann, Karylotus hier. Auf jeden Fall nicht... sehr leicht. Oh, jetzt beschießen sich hier Dribok und Dribok gleichzeitig. Oh, und hier wird er eingemauert. Cool. Und Dribok ist weg. Der Dribok hat getroffen vom Karylotus. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Einfach Dribok gegen Dribok Battle. Und Karylotus hat seine ganze... Waffenkammern, ich weiß jetzt nicht, wie viel drin war. Auf jeden Fall, wenn was drin war, war es auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Und auch sein Kornspeicher ist weg. Hat er den jetzt mal nachgesetzt? Ich weiß es gar nicht. Karylotus? Ach doch, da hinten steht er. Schenke, erste Schenke am Start. Hier niedriger Wall gegen Assassinen. Eieiei. Oha, oha, oha. Worauf gehen denn jetzt die Schwertkämpfer hier? Das würde ich gerne mal wissen. Oh, fast selbst getroffen. Hat er sogar selbst getroffen? Mit den Steinen, dem Schwertkämpfer hier? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, also beide gar nicht so schlecht. Obwohl Karylotus hier mehr Truppen am Start hat. Einfach hier ein Batzen, hier ein paar. Und oh, hier hinten kommen wieder Raid. Kolbis vor. Das Schwein macht hier mit auf der Seite vom Flex. Hat auf jeden Fall hier den Steinbruch weggekriegt und den Söldnerposten. Es kommen hier ein paar schwabbelbäuchige Mönche vor.
die aber sehr langsam sind. Eieiei. Hier noch eine Schenke. Auch gar nicht so eine schlechte Idee, die so versetzt voneinander bauen. Wenn die eine hier weggemacht wird, steht dann nicht gleich daneben die nächste und kann auch weggemacht werden. Gar nicht mal so schlecht, die Idee. Richtig cool. Ach man, das Auto speichert. Mensch. Ja. Ansonsten aber finde ich trotzdem, dass Flex hier weniger Wirtschaft hat, ne? Also, was man hier so an Gebäuden sieht, kommen ja auf jeden Fall die ersten Ritter. Oh, und der Stall wird auch eingemauert, damit er nicht weggemacht werden kann, also weggeschlitzt. Aber ich weiß nicht, ob er das hier durchziehen kann, wegen dem Hügel hier. Also, vielleicht nicht ganz so. Dürfen nicht eingemauert werden. Oha. Da kommt der Schiedsrichter auf jeden Fall zum Start. Da hat er auf jeden Fall gleich reagiert, Carilotus. Eieiei. Und Ritter von beiden Seiten. Carilotus will hier auf ein bisschen betrügen. So, Ritter gegen Ritter und Mönche und Ritter vom Carilotus gewinnen, weil die Mönche einfach so die Ritter vom Flex aufgehalten haben und Carilotus hat keinen einzigen Ritter verloren. Okay. Gar nicht mal. Hatte ich gar nicht gedacht, dass es dann doch so eindeutig war, dass hier die schwabbelbäuchigen Mönche dann den ganzen Schaden von den Rittern weggetankt haben. Hier kommen auf jeden Fall die Ritter und die Wölfe vor, die Hundis. Kann ein wenig weggeschlitzt werden, aber ja. Na, das sind einfach zu wenige Ritter. Und dadurch hat hier Carilotus seine ganzen Ritter in den Tod geschickt. Aber was will man auch machen? Deswegen. Man kann die ja neu ausbilden, ne? Das ist ja nicht das Problem. Zumindest wenn man einmal. Guckt an, guckt an. Was sehen denn da meine Äugleins? Da kommen Armbrustschützen, Bogenschützen. Mönche, hier oben Katapulte. Worauf schießen die? Oh, die können auch auf die Waffenkammer schießen. Auf die Waffen-Eco. Eieiei. Zwar vielleicht jetzt nicht ganz so weit wie die wie der eine Tribok hier. Also der eine Tribok war schon richtig böse. Aber die Rüstungsschmiede haben sie auf jeden Fall weggekriegt. Und wahrscheinlich auch noch die. Können die auf die Waffenkammer schießen? Nee, glaube ich nicht. Da müssen sie, glaube ich, hier so da in der Richtung vorrücken. Aber ja, hier kommt ein Ritter vor, reitet schön an dem einen Mönch vom Carilotus vorbei. Und der kann jetzt hier vielleicht ein wenig Armbrustschützen mitnehmen. Blockt aber, wird geblockt durch den Mönch und dann kommen wieder die Ritter und knallen den einfach weg. Ja, hier Bogenschützen natürlich nicht sehr gut gegen die Ritter. Jetzt dafür die Armbrustschützen hier am Start. Aber da kommen wieder die Mönche vor. Mönche natürlich, weiß ich jetzt gar nicht, ob die so viel Schaden machen. Wenn Vanilla Game machen die ja, glaube ich, panzerbrechenden Schaden oder so. Bin mir da aber gar nicht sicher. Und Flex buddelt sich jetzt hier ein, um sich einfach gegen die Ritterangriffe wahrscheinlich hier ein wenig zur Wehr zu setzen. Was ist denn das hier für ein Unfall? Ach, Schutz gegen die Katapulte dort. Ah ja, alles klar. Ritter kommt vor, alles klar. Und kriegen auch den Kornspeicher. Eieiei. Eieiei, hier passiert ja ganz schön viel. Was? Warum gibt der auf? Okay. Ja, Flex hat jetzt. Warum hat er jetzt aufgegeben? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Er hat auch nur seinen Kornspeicher verloren. Naja, gut. Trotzdem schön gespielt. Flex und Carilotus wissen auf jeden Fall, was sie machen. 10.000 Gold von Carilotus hier erworben. 6.000 von Flex. 236 Truppen und 154 Truppen von Flex erstellt. Ja, das war sozusagen das erste Game. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim zweiten Spiel wieder. Bis gleich. So, und da wären wir auch beim zweiten Spiel auf der dritten Map
Und ich mache mich hier bereit, damit es losgehen kann. Und dann schauen wir mal, wie das hier abläuft. So, und da geht es auch los hier. Overlay natürlich. Genau, ist noch da. Und dann geht es hier los. Karelot ist wieder lila und Flex blau. Auch perfekt gedreht. Und ja, schauen wir mal. Oh, was? Das sieht ja sehr interessant aus hier. Die Anzahl der oder die Anordnung der Holzfäller. Naja, gut. Kann man ja mal machen. Hier Flex auf jeden Fall deutlich präziser platziert. Karelotus einfach hingeklatscht, so wie es ihm gefällt. Aber natürlich muss das nichts heißen. Vorzlager wird abgerissen und weiter vorgesetzt. Hat ja auf jeden Fall keine Bauern, um die Holzfäller hier zu besetzen. Kommen auch schon wieder zwei Störhorse-Archer rum. Und beim Karelotus reiten drei. Nee, einer kehrt wieder um. Zwei reiten weiter. Und somit, ja, Flex hier übrigens auch mit dem umplatzierten Vorratslager. Dann gucken wir mal hier, was... Oh, hier Lordi und hier Sklaven-Action schon am Start. Oh, kommt er durch? Kommt er durch? Er kommt durch. Oder? Nee, er kämpft gegen den Jäger. Oh, das ist doof. Das ist bitter. Er kämpft einfach gegen den Jäger und der Jäger hat ihn aufgehalten. Und dann noch ein Slinger. Eieiei. Jäger und die Hunde vor allem machen hier von den Jägerständen schon sehr viel Heckmeck und halten ganz gut die Truppen auf. Kann man auch ganz gut bauen, wenn man hier sich zubaut oder einbuddelt, dass man da die Jäger quasi so als Bollwerk davor stellt, dass dann die angreifenden Truppen ein wenig aufgehalten werden. Ja, hier Horse Archer und Horse Archer im Nahkampf-Battle. Jetzt macht's hier, ja, toll. Das war ja sehr cool vom Karelotus gemacht. Und ja, hier auf jeden Fall zwei Horse Archer vom Karelotus in der hinteren Burg. Kann also hier den ganzen Pennerhof vom Flex hier deutlich beackern und hier dann den verlangsamen auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so gut oder jetzt nicht mehr so stark, weil er hier die Slinge ausgebildet hatte. Und ja, ne. Steinbruch auf jeden Fall hier unten, Eisenmine kommt gerade hier oben. Hier kommen noch ein paar mehr Horse Archer vor. Hat Karelotus schon einen Steinbruch? Nee, hat er noch nicht. Dafür relativ viel an Nahrungsproduktion, denke ich jetzt mal. Flex hier mit einer Käserei. Okay, und die Horse Archer sammeln sich hier beim Steinbruch und können quasi den Steinbruch lahmlegen, weil die ja immer den Ochsen und den Bauarbeiter hier abschießen können. Das ist natürlich böse. Hier oben ein Horse Archer drauf und er hätte den High Ground, aber es ist halt nur einer. Karelotus hat hier 5 am Start. Eieiei. Das sieht natürlich jetzt erstmal gar nicht gut aus. Dass hier, oh, jetzt hier die Wölfe hier am Start oder die Hunde. Und da rennen auch zwei Horse Archer rein. Okay. Zu spät gesehen wahrscheinlich. Ist hier noch mehr irgendwo Action? Nee. Nur hier drüben bei, oh, hier der erste Steinbruch von Karelotus. Ich weiß gar nicht, warum er immer diese extra vaganten Steinbruch-Spots nimmt. Aber gut, soll er wissen. Ich nicht. Ja, wieder Hundi auf jeden Fall da draußen unterwegs. Beide Horse Archer. Ja, ein Horse Archer ist jetzt tot. Einer auch vom Flex. Und jetzt der letzte vom Karelotus. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, an sich noch nicht sonderlich viel Wirtschaft. Beiden Seiten. Noch keine einzige Waffen-Eco am Start. Hier oben schon wieder Horse Archer am Stissel, am Rumnerven. Eisenminen kommen jetzt langsam. Okay, also langsam wird hier Wirtschaft angekurbelt. Aber dauert natürlich ja noch ein wenig. Und
Der Flex hat hier die ersten Steine und Eisenstücke schon im Vorratslager drin und kann vielleicht da schon die erste Waffenproduktionsstätte bauen. Jetzt geht hier gerade ein Horse Archer. Ja, guckt, und da sieht man das wieder ganz gut, dass hier der Hundezwinger nicht ausgelöst wird, weil einfach wegen einer Einheit sind die natürlich nicht so. Also das ist natürlich auch immer sehr cool, wenn der Horse Archer hier auf den Lord geht und dann nicht mehr die Wirtschaft quasi oder die Bauern angreift. Und ja, der Flex steht hier auf jeden Fall extremst unter Bogenbeschuss. Hat jetzt aber hier eine Schmiede und eine. Oh, jetzt sind. Die ganzen Horse Archer sind in die Hunde reingerannt. Eieiei. Das ist natürlich nicht so toll. Und hat aber hier eine Gerberei und eine Schwertschmiede. Wahrscheinlich wieder für Kolbis am Start. Hier kommt auch ein Sklave vor. Sieht das Flex? Es kommen mehrere Sklaven. Hä, was ist denn das? Ach, das ist hier ein Assassine. Es brennt. Flex brennt. Kriegt das hin? Nee, der kriegt es nicht mehr hin. Aber guck mal, der hat ja auch High Ground und kann dadurch nicht so gut gekillt werden. Jetzt hat er es geschafft. Und hier ist ein Sklave. Oh nee. Sklinger kommt gerade noch rechtzeitig, überlebt mit quasi einem HP. Also knapp ist was anderes, aber das war sehr knapp. Oh, also sind Karte gedreht, was natürlich nicht meine Absicht war. Brunnen wurde gebaut. Okay. Jetzt kommt die erste Waffen-Eco von Gary Lotus wieder an den Start mit Pfeilmacher und Lanzenmacher. Ja, also wenn hier Flex wieder mit der Möglichkeit vorkommt, die Kolbis auszubilden und damit wieder sehr rumzustressen, ist natürlich ja nervig für Gary Lotus, aber man hat es auch im letzten Game gesehen, dass Gary Lotus dann einfach auch ein wenig ja nicht besser ist. Sie sind eigentlich beide gleich gut, aber ein wenig mehr Glück, mehr Micromanagement hatte oder so. Ich weiß es nicht, aber ein wenig mehr, ja, Luck. Ich würde es jetzt einfach mal Glück nennen. Ja, ansonsten kann ich hier, glaube ich, noch nicht allzu viel reden, weil jetzt noch nicht allzu viel passiert hier auf dem Match auf der Karte. Beide sind hier noch am Aufbauen von ihrer Wirtschaft. Und hier oben kommen ein paar Slinger vor. Aber hier stehen überall Hundezwinger. Also wenn die ausgelöst werden, dann sind die wahrscheinlich eh tot. Die Slinger hier. Aber man weiß es nicht, was sie vorhaben. Aber ich glaube, sie gehen hier in den Nahkampf, oder? Nee, sie sammeln sich hier unten. Alles klar. Ein bisschen rumstressen auf jeden Fall. Ansonsten, ja, Gary Lotus hier wieder mit der leichten Waffen-Eco für Speerträger und Bogenschützen und Flex hier schon mit der etwas schwereren Waffenproduktion. Oh, hier ist auch wieder Tunnelbauer am Start. Okay. Hat hier die Apfelfarm, glaube ich, war das abgerissen. Und ansonsten, ja, versucht er jetzt hier quasi ein wenig die Holzproduktion zu stören. Das hier, was ist denn das für ein Assassine? Gute Frage. Nächste Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Assassine vom Gary Lotus am Start. Vielleicht, um hier die Eisenmine mitzunehmen. Oder die Häuser. Man weiß es nicht. Oh, und jetzt kommen die ersten Kolbis wieder vor. Das ist natürlich jetzt nicht so super. Und jetzt baut Gary Lotus seine Brotproduktion auf. Hier auf jeden Fall auch schon Hopfen am Start. Hier hinten
Gerbereien für Lederrüstungen und. Eieiei. Das sind schon eine ganz gute Menge an Kolbis, um hier die Wirtschaft quasi einmal komplett wegzuroden. Ja, Slinger, die machen natürlich nicht viel. Hat er denn schon? Nee, ja. Jetzt hat er es auf jeden Fall gesehen, aber er wird jetzt höchstwahrscheinlich seinen Kornspeicher verlieren. Ja, also seinen Kornspeicher verliert er auf jeden Fall. Ob das so geplant ist, weiß ich jetzt nicht. Die anderen Kolbis gehen hier auf die Waffenkammer. Ja, auf die Waffenkammer, okay. Naja, Hundezwinger am Start. Oha, das tut natürlich auch weh. Hier Kolbi wieder AFK am Rumstehen. Bisschen die Keule rumschwingen. Ansonsten ja, Waffenkammer und den Kornspeicher einmal komplett verloren. Das ist auf jeden Fall nicht so toll, wenn man da das macht. Oder wenn das einem passiert quasi. Warum ich überhaupt so viel quasi sage, das weiß ich gar nicht. Aber naja, gut, so ist es nun mal. Ja, jetzt hat er hier zwei Waffenkammern, wieder sein Kornspeicher. Beliebtheit ist... Beliebtheit? Hallo? Zeig's mir. Beliebtheit ist, glaube ich, ja, 65, ist also noch da. Hier die ersten Brauereien. Mühle auf jeden Fall am Start. Brot oder Bäckereien werden weiter aufgestockt. Ansonsten, ja, ist jetzt noch nicht allzu viel hier los. Hier unten ein Kolbi gegen Slinger und ein Sklave. Kari, Lord, Teleportier. Was? Okay. Ja, da sieht man aber, dass Kari Lotus hier schon einige Tricks am Start hat. Aber wo hat er denn seinen Lord teleportiert? Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wo sein Lord steht. Hallo, Lordi? Lordi, wo bist du denn? Also, Kari Lotus sollte hier nicht mit dem Feuer spielen, sonst ist er raus aus dem Turnier und dann geht hier Flex einfach eine Runde weiter. Und, ach, hier steht er. Ah, okay. Naja. Ja, man muss schon aufpassen, ne? Also, wenn das hier auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zugeht, dann ist hier Kari Lotus disqualifiziert und das möchte er vielleicht nicht, denn er möchte vielleicht auch noch ein wenig weiter in dem Turnier mitmachen. Jetzt muss er auf jeden Fall vorlaufen, der Lord. Naja. Ja. Kolbis gehen hier auf den Kornspeicher wieder. Ein Sperrkämpfer, zwei Sperrkämpfer. Oh. Kolbi überlebt mit knapp einem HP. Ja, einem HP. Ein Stein von dem Slinger hat gereicht, um ihn zu killen. Ja, hier jetzt Kari Lotus auch mit den mit der schweren Waffenproduktion oder Industrie. Zwei Schmieden. Schenken am Start. Ja, da läuft auf jeden Fall das Bier in Hülle und Fülle. Kann man auch ganz gut steuern nehmen. Und ja, aber die Kolbis sind natürlich extremst nervig. Und dann nur mit Sperrträgern hier abwehren. Eieiei. Ich weiß ja nicht, ob das so geil ist. Die Sperrträger rennen vor allem einmal komplett dran vorbei. Ja, zwei werden aufgehalten. Aber alle anderen rennen einmal komplett vorbei und der Kolbi überlebt halt trotzdem mit ein wenig HP. Der jetzt aber abgeschossen wird von dem Bogenschützen hier oben. Und der Lord kriegt hier Schaden. Zwar nicht viel, weil Bogenschützen machen natürlich nicht sehr viel Schaden gegen den Lord, aber ja, trotzdem ist es Schaden, dem ihn oder der dem ihm am Ende vielleicht noch das Genick bricht. Also Flex. Vom Flex rede ich natürlich gerade. Ja, hier Kolbis wieder versuchen zu nerven. Bogenschützen im Nahkampf sind nie eine gute Idee.
Aber jetzt kommt hier mal ein wenig Verteidigung. Truppenmäßig hat Karyalotus wieder die Nase vorn. Auch mit arabischen Schwertkämpfern. Die Kolbis gehen jetzt hier, oder wollen jetzt hier auf die... Okay, ich dachte, die gehen gerade hier auf die Eisenminen, aber nee, doch nicht. Oh, Karyalotus mit eigenen Kolbis. Oha. Das ist natürlich auch interessant zu sehen. Und jetzt kommen hier auch die ersten arabischen Schwertkämpfer vom Flex rüber. Geschickt. Ja, aber die... Also guckt euch mal die Burg an vom Flex. Man sieht es auch auf dem Overlay, dass Karyalotus hier deutlich wirtschaftlich stärker dasteht. Und auch truppentechnisch. Und dann im Gegensatz zu der Wirtschaft vom Karyalotus an. Und ja, man sieht auf jeden Fall, dass hier Karyalotus deutlich mehr machen kann mit der Wirtschaft. Er kann relativ viel verkaufen, kann relativ viel oder hohe Steuern nehmen, da er ja auch hier einfach schon 3 Schenken hat. Und dann kann er natürlich auch einfach die Truppen ausbilden, die Flex hier einfach nicht hat, um sich ja zu verteidigen bzw. ordentlich angreifen zu können. Ich würde jetzt anstelle, also wenn ich anstelle von Karyalotus wäre, einfach mal hier vielleicht ein paar Kolbis nehmen und auf den Lord drauf schicken. Auch wenn die den nicht killen können, aber es macht auf jeden Fall Schaden, ordentlichen Schaden. Und ja, hier auf jeden Fall auch die Horse Archer, die den einen Steinbruch hier belagern. Kommen hier wieder, oh, jetzt kommen hier wieder Haufen der Hundezwinge am Start. Eieieiei. Okay. Hier ist eine Mischung aus Speerträgern, Slingern, Bogenschützen, Kolbis. Und ja, das war's an sich. Aber da fehlen auf jeden Fall ein wenig die Gepanzerten. Kann denn jetzt Flex hier ein wenig stören? Nee, muss ich erstmal verteidigen. Gegen die kleine Armee hier unten. Ja, naja gut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall noch weitere Kolbis. Start hier. Waffen-Eco wird auch immer weiter hochgesetzt. Auf jeden Fall relativ viele Schmieden. Und Gerbereien, okay. Nicht schlecht. Und die, hä? Wo sind die ganzen? Ach, die Truppen haben sich ein bisschen zurückgezogen, okay. Verstehe. Wahrscheinlich hat auch hier der eine Hundezwinger ausgelöst. Und dadurch konnten die dann ein paar Truppen rausnehmen. Hier jetzt ein paar, also Kolbis sind schon echt stark. Guckt euch an, wie die hier einfach drüber rasieren. Und die ganzen Fernkämpfer, gut, das sind hauptsächlich Fernkämpfer und ein paar Slinger. Aber alles wegmachen. Und jetzt kommt hier wieder das... Oh, es brennt. Es brennt? Hä? Wo brennt es denn? Ach, hier hinten. Naja, hier ist ein Sklave durchgekommen. Der natürlich extrem gut in der Mitte steht. Und Flex gibt auf. Wahrscheinlich wegen den Rittern. Und damit ist Flex raus. Karyalotus hat gewonnen. Und somit war es das auch mit den 2 Spielen. Hier nochmal ganz kurz die Statistik. 6000 Gold Karyalotus, 3000 Gold Flex, 184 Truppen zu 81. Ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht zuzugucken und zu kommentieren. Ich hoffe, euch geht das genauso. Karyalotus ist somit im Viertelfinale, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut euch auch gerne die anderen Videos in der Playlist an. Und dann würde ich sagen, bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.